Jetzt kommen wir zu den Entscheidungen. Liebe Jury, ihr seid am Zug. Auf unserer Reise durch Nordamerika konnte sich einer mit tollen landestypischen Rezepten und mit einem guten Händchen für Design und Geschmack an die Spitze der Reisegruppe setzen. Unser Bäcker der Woche ist eine Bäckerin. Mit 47 Punkten geht die rote Schürze an Julia. Bravo. Darf ich? Das ist für mich die größte Anerkennung, die ich hätte bekommen können. Also ich könnte echt heulen vor Glück. Sehr verdient, sehr verdient. Danke, danke schön. Julia, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. Auch herzlichen Glückwunsch von mir. Dankeschön. Aber leider muss auch einer von euch die Reisegruppe verlassen. Hannes, Franz, kommt ihr bitte nach vorne. Hannes. Ihr habt beide in der ersten Aufgabe von uns die wenigsten Punkte bekommen. Franz, du konntest in der technischen Prüfung wieder ein bisschen Boden gut machen. Dir, Hannes, ist das leider nicht gelungen. Die also alles entscheidende Frage vor der letzten Aufgabe war, Franz, konntest du den Vorsprung retten? Mit insgesamt 30 Punkten muss heute die Reisegruppe verlassen. Franz, auch wenn nicht alles rund lief, eins kann man dir definitiv auf die Fahne schreiben. Du bist unfassbar kreativ. Bitte bleib so und man sieht sich immer wieder. Okay, danke. Vielen Dank. So viel tolle Momente gehabt. Also ich gehe mit lachendem Auge, nicht mit weinenden, sondern wirklich mit lachendem Auge. Sissi! Was macht die Sissi? Ja, ja, ich bin Franz.